Hallo und herzlich willkommen bei der Firma BIMAX Immobilien. Mein Name ist Baba Yit. Wenn Sie erlauben, führe ich Ihnen heute ein freistehendes Einfamilienwohnhaus hier in Wuppertal-Langerfeld, mal von außen sowie von innen mal vor. Das ist die Bröckebecke, heißt das hier. Um hier hinzugelangen, fahren Sie über eine Privatstraße, die Ihnen zu 1/16 auch gehört. Das Grundstück ist 685 Quadratmeter groß, Baujahr 50 aufwärts, 50, 53, 55, irgendwo rum. Die Gesamtwohnfläche ohne die Nutzfläche ca. 110, 115 Quadratmeter. Hier geht's los. Da ist eine innenliegende Küche mit einer Sauna drin. Das Gartengrundstück ist sehr gut gepflegt. Wir haben hier schöne Beete, alles ordentlich ausgelegt. Da vorne sehen Sie eine Garage. Die Zufahrt ist von der anderen Seite natürlich. Man hat die Möglichkeit reinzufahren, hier rauszukommen. Die Bauweise ist sehr massiv. Es ist ein typischer 50er, es ist voll unterkellert. Wir haben hier eine zentrale Ölheizung. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über eine Gasheizung. Diese zentrale Ölheizung, die da unten ist, leider habe ich den Schlüssel nicht dabei, ist über 30 Jahre alt. Das heißt, der neue Eigentümer muss die wechseln, okay? Die ist nicht mehr die beste. Die Fassade ist nicht gedämmt, aber es ist total ruhig hier oben. Wirklich. Wir machen keine Kameratongeschichten, es ist wirklich sehr ruhig. Ich zeige Ihnen vorher mal die Garage. Sie fahren hier drauf. Da haben Sie eine echte Großraumgarage. Es ist wirklich sonnendurchflutet auch hier. Wir haben ein sehr großes Grundstück. Die Sonne dreht sich sehr gut hinter dem Haus her. Wir haben noch die alten Schlagläden hier. So. Eingangsbereich. Wir haben hier, komm du erstmal rein, dann machen wir gleich. Wir gehen einfach mal durch. Diese Videos drehen wir deswegen, damit Sie mal so ein Gefühl für die Raumaufteilung haben. Ja? Das ist hier die Wohnküche, hinter mir vorne war die Küche. Dann geht es weiter hier in das Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer aus geht es weiter in ein anderes Zimmer. Wir könnten, wenn Sie mögen, diese Wand entfernen, dann hätten Sie eine schöne Küche, können Sie den Ausgang nach draußen machen. Hier kommen Sie ins große Wohnzimmer, das ist weg. Dann wären wir fast da, wo wir angefangen haben. Hier ist auch nochmal ein Raum. Das hier ist das Erdgeschoss. Okay. Mach die Tür mal zu. Hier wäre das erste Gäste-Duschbad, können wir jetzt auch sagen. Da ist eine Dusche drin, wie Sie sehen. WC. Die Immobilie, wie gesagt, ist voll unterkellert. Wir haben unten einen schönen Partyraum, zeige ich Ihnen auch gleich. Wir gehen mal einfach ins Obergeschoss. Die Wohnfläche ca. 110 Quadratmeter. Was hier sehr interessant ist, wir haben hier die Einbauschränke, die festen Einbauschränke. Wir haben da noch ein WC. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über elektronische Durchlauferhitzer hier. Hier oben ist noch ein Spitzboden. Der ist auch ausgebaut, aber der war nicht so ganz isoliert gewesen, genau. Hier hätten wir Kind 1, dann geht es in Richtung Kind 2. Bertrand, wenn du möchtest, film noch mal von dem Fenster aus, wenn du das schaffst, einfach mal raus. Die Geschossdecken sind hier Holzbalkendecken, die Kellerdecke ist Stahlbeton. Es ist ein gut erhaltenes Haus. Bauphysikalisch habe ich null Schäden gesehen. Das wäre ein weiterer Raum. Man könnte vielleicht oben den Spitzboden, da kann man auch richtig drin stehen, vielleicht mit als Duplex verbinden. Man könnte das aufmachen. Man könnte da noch etwas verändern. Es ist ein gut aufgeteiltes Haus. Also hier. So für so vier-, fünfköpfige Familie wäre es ja nicht perfekt hier. Ja, man könnte hier, wie gesagt, das ist die große Küche. Ja, ich wiederhole das noch einmal. Ausgang nach draußen könnte man hier schaffen. Hier hätten wir ein größeres Wohnzimmer, wo man die zwei Räume hier so zusammenlegen könnte. Das wäre hier auf jeden Fall empfehlenswert. Die Ausstattungsmerkmale. Dieses Haus wurde wahrscheinlich so 50, 60 irgendwo in der Kante errichtet. Es ist noch ein original erhaltenes Haus. Also diese Türen, Türzahlen sind so die Sprache der 70er. Heizkörper sind im grünen Bereich. Wie gesagt, die Heizungsanlage, sie funktioniert zwar gerade, aber die müssen Sie früher oder später müssen Sie die wechseln, weil die ist schon über 30 Jahre alt.
Keller, unten ist ein Partyraum, da geht es rüber in den, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Heizungsraum ist da hinten, Waschraum ist da hinten und dann kommen wir nochmal raus in den Garten von dort aus. Wo wir hier waren, wollte ich Ihnen nochmal ganz kurz die Straße zeigen. Das ist eine sehr friedliche und sehr ruhige natürlich Straße. Da hinten ist Sackgasse, da geht es gar nicht nirgendwo mehr hin. Ne? Alles geprägt durch Einfamilienhäuser. Ich glaube, da vorne steht noch ein Mehrfamilienhaus. Das Schöne ist hier, sie haben von den Zimmern aus auch noch mal eine Weitsicht über das Tal. Das geht hinten, glaube ich, bis Sprockhöfe hinten durch. Ja, das war hier die Immobilie in der Röckebecke 29. Ich bitte Sie, nicht einfach hier hinzukommen und zu klingeln. Okay, organisiert einen Termin mit uns. Versprochen, wir zeigen euch das Haus. Wenn Sie mögen, sehen wir uns hier vor Ort auf eine Besichtigung. In dem Sinne, alles Gute.